Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Erklärvideo. Ihr habt den Titel gesehen. Mein WhatsApp-Kanal ist online, ist erstellt. Und für die Leute, die nicht wissen, was das ist, kurze Erklärung, kommt gleich. Für die Leute, die wissen, was ein WhatsApp-Kanal ist, da unten in der Videobeschreibung ist der Link. Draufklicken, abonnieren und dann auch noch die Glocke irgendwo oben ist, die, glaube ich, in der Regel auch noch aktivieren. Und dann wisst ihr, wie das funktioniert und auch, wo ihr die Kanäle findet. Für alle anderen kommt die Erklärung gleich. Und natürlich, das ist ganz wichtig, du kannst ausschalten, wenn du sagst, WhatsApp benutze ich nicht, will ich nicht benutzen, dann war es das. Für die Leute, die WhatsApp haben, ihr wisst jetzt gleich, was Sache ist, wenn ihr nicht wisst, was ein Kanal ist. Also ein Kanal ist keine WhatsApp-Gruppe. Ihr wisst, wie das so in der Gruppe ist. Einer schreibt was und 100 antworten, je nachdem, wie viele Leute in der Gruppe sind. Nein, nein, genau das will ich nicht. Und das soll auch kein Kanal, also die Kanalfunktion sein. Die Kanalfunktion, ich schreibe was und ihr lest das. Ihr könnt nicht schreiben. Ich sehe auch nicht eure Handynummern. Ihr seht meine Nummer nicht und untereinander seht ihr sie auch nicht. Ihr könnt also ganz getrost meinen Kanal abonnieren und viele andere Kanäle auch noch. Wobei übertreiben, also ich persönlich habe mir schon gesagt, nein, so viele Kanäle möchte ich nicht abonnieren, weil dann verliere ich den Überblick, beziehungsweise das kostet ja auch wieder Zeit. Und Zeit am Rechner, am Smartphone bedeutet, ich gehe nicht raus und mache Fotos. Oder ich gucke die ganze Zeit nur auf das Ding. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Fotos machen. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich, wenn ich live gehe, eben eine Nachricht schicken kann. Und der Walter hat gesagt, hey, guck dir mal Kanäle an. Danke, Walter, Grüße in die Schweiz. Guck dir mal Kanäle an, das ist doch was. Du schreibst, du bist online und wir wissen Bescheid. Besser als die YouTube-Benachrichtigung, weil das funktioniert nicht oder es ist zu kurzfristig. Oft weiß ich irgendwann nachmittags, ach, heute Abend habe ich Zeit, es ist schlechtes Wetter, ich gehe online, ich gehe nicht selber raus fotografieren. Und schon wisst ihr das viel früher, als wenn ich das erst um 18 Uhr poste, wenn ich dann zu Hause bin und am Rechner eben den Livestream ankündigen kann. Über WhatsApp habt ihr das direkt. Auch möchte ich da posten, wenn ich ein neues Video online stelle oder euch auch mal posten, wenn ich ein altes Video ja vielleicht gut genug finde, dass das der ein oder andere nochmal ansieht oder überhaupt ansieht, weil er es übersehen hat. Und es wird auch ab und zu mal ein Video geben, was ich vielleicht auf YouTube gefunden habe, also den Link zu einem Video über einen Fotografen oder von einem anderen Fotografen. Ganz so in dieser Art. Nicht 25 Mal am Tag. Ich möchte versuchen, höchstens ein, manchmal vielleicht zweimal, euch einen Link zu schicken, dass ihr da draußen eben was zum Gucken habt, wo ich sage, das lohnt sich. Soweit verstanden? Wenn noch Fragen sind, unten in die Kommentare. Die Gruppen findet ihr bei Aktuelles, um es nochmal zu sagen, und wie gesagt, auch die Glocke aktivieren und dann sollte das funktionieren. Vielleicht wird die Funktion auch noch von WhatsApp ein bisschen verbessert. Noch ist sie nicht ganz so ideal. Ja, in diesem Sinne, wir lesen uns oder ihr lest ab jetzt mich. Bis bald. Ciao, tschüss, euer Sven.